Hallo, in diesem Video möchte ich das Plugin RodRiver vom HTML5 Media JavaScript Framework PopcornJS vorstellen. Dieses Plugin bewirkt, dass es einen sogenannten Wortfluss gibt. Wie das aussieht, das zeige ich hier in diesem Beispiel. Ich habe eine HTML-Seite vorbereitet mit einem Videotag mit der ID Video und mit dem Video o.ogv. Und es gibt einen Div-Container mit der ID Text in der Breite von 980 Pixel und in der Höhe von 400 Pixel. In Zeile 2 wird das Popcorn Framework eingebunden, sodass alle Funktionen nun zur Verfügung stehen. In Zeile 4 wird sichergestellt, dass die HTML-Seite vollständig geladen wurde. Und in Zeile 6 wird eine neue Popcorn-Instanz erstellt bezüglich der Videotag-ID Video. Okay, in Zeile 8 und in Zeile 14 kommt dann das Plugin zum Einsatz. Das bedeutet, von Sekunde 0 bis Sekunde 3 wird der Text Hello World im Zieltext, also im Div-Container mit der ID Text, rot angezeigt. Und von Sekunde 3 bis Sekunde 6 wird der Text Popcorn.js im Div-Container mit der ID Text blau angezeigt. In Zeile 22 wird dann das Video automatisch gestartet und in Zeile 23 wird die Lautstärke auf 0 gesetzt. Okay, speichern und die Seite öffnen bzw. hier neu laden und so sieht das Ganze dann aus. Okay. Ebenso kann man statt Text auch HTML-Elemente verwenden. So zum Beispiel kann man ein Bild einbinden mit dem Tag img. img Leerzeichen src ist gleich und dann kommt die Bilddatei. Okay. Speichern und die Seite neu laden. Und jetzt wird das Bild angezeigt. Okay, ciao und viel Glück.